Wir befinden uns im Bahnhof Berlin-Gesundbrunnen und fahren heute den Flughafen-Express zum BER Terminal 1 und 2 mit der Baureihe 442. Und somit herzlich willkommen im Führerstand. Wir rüsten noch die Zugsicherungssysteme auf, einmal die SIFA, einmal die PZB. Gleis 7, Einfahrt CE 789 von Leipzig Hauptbahnhof. Ankunft 14.31 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Und wir hören schon, dass der CE einfährt und wir fahren heute mit der Hamsterbacke, mit dem Talent 2 in einer wunderschönen Doppeltraktion, ja, der auch schon etwas verdreckt ist und auch hier mit Graffiti beschmiert worden ist, diese Dreckspatzen. Also wenn ich da einen erwische, schaut euch das an, also boah. Wir sind natürlich heute im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg unterwegs, VBB, und hier fährt auch schon der IC1 Baureihe 401 ein. Und wir hören auch schon die S-Bahn Berlin einfahren. Und da haben wir auch schon wieder Ingo Ruff gehört. Wunderbar. Und bei uns schließen auch die Türen. Wir fahren heute in Doppeltraktion mit der Baureihe 442. Und hören auch wunderschön, wie der Schiebetritt einfährt. Wunderbar. So, wir haben Ausfahrt und dürfen auf 40 km/h hochbeschleunigen. Wir sind noch restriktiv. Aber wir dürfen 60 Stundenkilometer fahren, also befreien wir uns gleich, denn die Prüfgeschwindigkeit ist niedriger als die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Ja, die Wolken türmen sich am Himmel schon und ich bin gespannt, wie das Wetter heute sich verändern wird, denn ich vermute mal, an diesem heißen Tag wird es Gewitter geben, aber lassen wir uns mal überraschen. Ja, wir sind mit dem Repaint-Paket Baureihe 442 von First System unterwegs. Auch hier schön mit den Abnutzungsspuren. Das sieht doch mal richtig schön aus hier. Und hier mal unser Zug in der ganzen Pracht. So, wir werden jetzt die Geschwindigkeit nicht groß erhöhen, denn es geht sowieso gleich wieder rund auf 60 km/h. Express nach Rostock Hauptbahnhof, Sie Abfahrt 1442 von Gleis 5. Alle Regionalexpress nach Wilmsdorf, Waldstadt.
Austria an den IC 546 nach Düsseldorf Hauptbahnhof über Berlin-Spandau, planmäßige Abfahrt 14:46 von Gleis 4 D bis G. Achten Sie für Ihre Anschlüsse auch auf die üblichen Lautsprecheransagen auf dem Bahnsteig. Jawohl, wunderschöne Ansage wieder. Und unser nächster fahrplanmäßiger Halt ist jetzt dann Berlin Hauptbahnhof. Und der Kollege. Nächste Station, Berlin Hauptbahnhof. Dort haben Sie Anschlussmöglichkeiten an Züge des Nah- und Fernverkehrs sowie zur S-Bahn und zur U-Bahn. Für Ihre Anschlüsse achten Sie bitte auch auf die Aushänge- und Lautsprecheransagen auf dem Bahnsteig. Next Station, Berlin Central Station. Change here for regional and long-distance services. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Und wir erreichen den Hauptbahnhof von Berlin und wieder wunderschöne Ansagen mit dabei. Ja, wir fahren zum BER, zu dem umstrittenen Bauprojekt natürlich hier bei uns in Deutschland, der ja ewig nicht fertig geworden ist. Und wir lassen jetzt die Fahrgäste erstmal zusteigen. Ja, und bei uns sind auch die Türen schon geschlossen und auch wir dürfen abfahren. Ausfahrt ist mit 60 km/h gewährt am ZS3 und wir fahren jetzt erstmal hier in den Tunnelbereich hinein. Ja, der IC1 hat ebenfalls mit uns Abfahrt. Ich schätze mal, den werden wir auch gleich neben uns nochmal wiedersehen. So, für uns geht es jetzt einmal hier rüber und die Weiterfahrt ist mit 60 km/h gewährt. Ja, hier sehen wir noch den Rest des IC1 und der Potsdamer Platz wird dann gleich
unser nächster Halt sein. Nächste Station, Berlin-Potsdamer Platz. Umsteigemöglichkeit zur S-Bahn und zur U-Bahn. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Der Kollege ebenfalls mit der Baureihe 442. Und wir bremsen und lassen dann die Fahrgäste zusteigen. Man hört auch schön, wie der Schiebetritt ausfährt. Ja, über 300 Baureihen der Baureihe Talent 2 hat die Deutsche Bahn in ihrem Sortiment. Und das ist doch eine recht hohe Anzahl. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Varianten. Dreiteiler, Vierteiler, Fünfteiler oder Sechsteiler. So, wir können einmal ganz kurz hinausblicken. Jawohl, die Fahrgäste sind weg und wir können abfahren. Und hoch geht's auf 120 Stundenkilometer. Höchstgeschwindigkeit unserer Baureihe 442 sind 160. Pardon. Die 120 dürfen wir jetzt fahren. Denn wir erreichen jetzt dann als nächsten Halt schon Berlin Südkreuz. Und erblicken Tageslicht. Ja, und schon ist die Sonne weg. Oh, oh, oh. Die Cumuluswolken türmen sich hier schon am Himmel. Oh, das heißt nichts Gutes. Und der Kollege, servus. Wir werden jetzt dann noch ein kleines Stückchen mit der Schnellfahrstrecke Richtung Leipzig unterwegs sein. Und wir haben einmal die Wachsamkeitstaste betätigt, denn wir haben eine Beeinflussung bekommen am Vorsignal mit der Kennziffer 8 am ZS3V. Heißt also Geschwindigkeitsreduzierung auf 80 Stundenkilometer. Und jetzt lassen wir die Fahrgäste hier wieder zusteigen. Auch schön hier die Hinterlassenschaft eines Vogels auf unserer Windschutzscheibe. Über Hamburg Hauptbahnhof. Abfahrt ursprünglich 14:19 Uhr.
Und der verspätete ICE wird schon angekündigt. Und wir blicken einmal raus. Und kontrollieren dann den Gefahrenbereich zwischen Bahnsteigkante und Türen. Wunderbar. Fahrgäste sind alle weg. Schiebetritt ist eingefahren und wir schalten die Leistung auf. So, die Weiterfahrt ist dann mit 80 km/h gewährt. Aber wir sind natürlich noch in der Überwachung mit 45. Aus der dürfen wir uns befreien, da wir schneller fahren dürfen als die Prüfgeschwindigkeit 40 km/h. Und der Kollege fährt in die Abstellung. Zum BER wird es dann rechts weggehen und da droht uns vorher eine Beeinflussung, also dort sollten wir auch vorausschauend fahren. Und jetzt dürfen wir dann gleich die Geschwindigkeit auf 120 erhöhen und dann geht es hoch auf 140 km/h. Natürlich dann auch erst mit Zugschluss. Und die S-Bahn Berlin. Oh, schön. Und unten kommt der ICE. Der ICE 800 nach Hamburg-Altona. Boah, richtig schön viel S-Bahn-Betrieb hier. Wir haben übrigens keine Linienzugbeeinflussung hier in der Baureihe 442 und dürfen jetzt auf 160 hoch beschleunigen. Aber das tun wir nicht ganz, denn wir erreichen schon gleich unseren nächsten Haltepunkt, nämlich Berlin-Lichterfelde-Ost. Ja, den Haltepunkt sieht man ganz, ganz spät, denn der liegt ein bisschen hinter der Kurve. Und wenn man da natürlich nicht frühzeitig bremst, ist sofort aus die Mausi. Und man schießt dann drüber hinaus übers Ziel. Und wir bleiben bei der Fernmeldesprechanlage und bei unserer Haltetafel stehen und lassen die Fahrgäste wieder aus- und zusteigen. So, wir sind auf die Minute pünktlich. Ah, wir hören auch schon die Autos im Hintergrund. So, Fahrgäste sind auch schon wieder alle weg aus dem Gefahrenbereich. Wir sehen ja auch schön den
etwas leicht verdreckten Schiebetritt. So, Türen schließen. Oh! Oh, 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 oh. Jetzt geht's los hier. Scheibenwischer einmal an. Ich hab's befürchtet. Schiebetritt ist eingefahren und Leistung. Es fängt zum Regnen an. Aber ich meine natürlich, ne, bei diesen dicken Kumuliwolken, die sich da am Himmel getürmt haben, war das abzusehen. So, wir dürfen die vollen 160 Stundenkilometer ausfahren. Und holen die S-Bahn Berlin wieder ein. Das müsste die Baureihe 481 sein, wenn ich mich nicht täusche. So, und der Kollege. Und da knallt uns der Regen an die Windschutzscheibe. Und wir haben KS1 bzw. AP1. Reguläre Höchstgeschwindigkeit hier auf der Strecke sind 200 Stundenkilometer. Wir sind hier auch im LZB-Bereich. Wir sehen das LZB-Linienleiterkabel liegen. Und der nächste ICE. Jetzt geht es dann rechts am Container-Terminal vorbei. Und danach geht es dann schon rechts weg. Die Abzweigung ist dann mit 80 Stundenkilometer zu befahren. Ja, und jetzt regnet es richtig. Boah. Müssen wir einmal die Wachsamkeitstaste betätigen. Und nach Betätigung der Wachsamkeitstaste sind 23 Sekunden Zeit, die Geschwindigkeit auf unter 85 zu bringen. A im Richtungsanzeiger für Airport. Und ab hier sind dann die 80 Stundenkilometer zu fahren. Wir dürfen auch makrofonieren hier an der Strecke jetzt dann gleich.
Genau, und hier geht es dann praktisch rechts weg. Meine Damen und Herren, bitte machen Sie folgende Durchsage. Wegen eines vorübergehenden Platzregens am Flughafen BER sind zurzeit alle Start- und Landeflüge voraussichtlich für 20 bis 30 Minuten eingestellt. Sie werden also alle Ihre Anschlussflüge erreichen. Ich wiederhole nochmals, wegen eines vorübergehenden Platzregens am Flughafen BER sind vorübergehend für ca. 20 bis 30 Minuten keine Start- und Landeanflüge möglich. Ja, das ist natürlich heftig. Boah, aber gut, so wie hier der Regen gegen unsere Scheibe prasselt. Ist das auch nicht sehr verwunderlich. Boah, geiles Makro. So, Bestätigung. Einmal wachsam, denn es geht runter auf 60 km/h. Und wir fädeln uns jetzt dann wieder auf die andere Hauptstrecke ein. Und wir sind in der Überwachung. Aber hier haben wir schon KS1 wieder. Wunderbar. Dann dürfen wir die Geschwindigkeit wieder auf 80 km/h. Ja, jetzt sind wir richtig in der Pampas, denn der BER liegt wirklich weit außerhalb von Berlin, ein gutes Stück. Und da war der Berlin-Tegel natürlich besser zu erreichen. So, und hoch geht's auf 80. So, und dann geht es hoch auf 160 Stundenkilometer. Gehen wir mal volle Leistung. Und wir haben auch gleich eine Schutzstrecke. Das heißt, wir werden auch mal den Stromabnehmer dann kurz heben und senken. Ja, und für mich ist das auch das erste Mal, dass ich ja die Baureihe 442 komplett ausfahren darf mit 160 Stundenkilometern. Und der nächste Halt ist dann schon der neue Flughafen BER.
Der Kollege, auch mit der Baureihe 442, der zurückfährt zum Berliner Hauptbahnhof, beziehungsweise dann über Berlin ist und Brunnen. Ja, aber wir kommen ganz gut durch. Wir haben knapp so 10 Kilometer bis zum neuen Flughafen. Und der Kollege im Güterzug, RBH, Baureihe 151. Oh, da knattern die Scheiben. Ja, bei 160 Stundenkilometern. Ja, ne, Wahnsinn, wie weit der neue Flughafen außerhalb liegt. Aber wenn man mal wieder richtig reisen darf, denke ich, wird da doch einiges los sein. So, wir senken einmal den Stromabnehmer. Dann werden wir eine Schutzstrecke. Jawohl, wunderbar. Hauptschalter können wir hier jetzt nicht bedienen. Und sobald dann der zweite Teil des Zuges drüber ist, heben wir wieder unseren Stromabnehmer, warten auf unsere Fahrdrahtspannung und können dann die Leistung wieder hinzuschalten. Hoch geht's wieder auf 160. Gleich mal auf 120, das heißt, ich nehme die Leistung schon mal raus. Wir haben hier auch ganz andere Vorsignaltafeln, ne? Und der Kollege im Intercity. Und wir reduzieren die Geschwindigkeit auf 120 km/h. Auch hier dürfen wir nochmal makrofonieren. Und Höchstgeschwindigkeit 120. Aber sieht hier schon schön aus, ne? Ist für mich auch Premiere. Ich bin hier auch noch nie gefahren. Und dann erreichen wir schon gleich den Flughafen. Nächste Station, Flughafen BER Terminals 1 und 2. Dieser Zug endet dort. Fahrgäste bitte alle aussteigen.
Next station, EER Airport, Terminal 1 and 2. This train ends here. Please leave the train. Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, der Ausstieg ist dann in Fahrtrichtung links. Und den Scheibenwischer können wir auch mal ausstellen, da es ja aufgehört hat zu regnen. Und wir müssen die Geschwindigkeit reduzieren. Und ab hier sind dann die 60 Stundenkilometer zu fahren. Eine wunderschöne Fahrt und somit erreichen wir schon den BER. Wir hören auch schön die S-Bahn Berlin einfahren und wir fahren natürlich noch ziemlich vor bis zum Bahnsteig. Beziehungsweise natürlich bis zum Bahnsteigsende. Oh, richtig langer Bahnsteig hier, ne? Ja, und obwohl hier nie Fahrgäste waren die letzten Jahre, musste hier immer Zugbetrieb stattfinden, dass die Strecke instand blieb. Oh, und das hat natürlich dem Steuerzahler auch wieder sehr viel Geld gekostet. So, ich verabschiede mich schon mal von euch. Ich hoffe, euch hat es gefallen und würde mich dann riesig freuen, wenn wir uns in einer der nächsten Folgen wiederhören würden. Bis dann, macht's gut. Euer Matthias Awe. Servus.